Skispringer Richard Freitag hat grünes Licht für die 67-Vierschanzentournee erhalten. Der Sachse startet am Samstag 16.30 Uhr trotz seiner Hüftprobleme in der Qualifikation für das Auftaktspringen in Oberstdorf. Ich fühle mich gut und bereit für Skispringen, sagte der 27-Jährige. Freitag hatte nach einem Sturz in Nizhny Tagil und einer verpatzten Landung zwei Wochen später in Engelberg über Schmerzen in der Hüfte geklagt, die er sich bei der Tournee 2017-18 in Innsbruck lädiert hatte. Auf das letzte Weltcup-Springen hatte er daher ebenso verzichtet wie auf das Trainingslager in Lillehammer kurz vor Weihnachten. Wir sind zuversichtlich, dass Richard springen kann, sagte Bundestrainer Werner Schuster. Schuster nominierte insgesamt 13 Springer. Angeführt wird das Team von Olympiasieger Andreas Wellinger, die größten Hoffnungen ruhen allerdings auf Karl Geiger. Der Oberstdorfer hatte in Engelberg den ersten Weltcupsieg seiner Karriere gefeiert. Mit dabei sind auch der lange verletzte Ex-Weltmeister Severin Freund und Stefan Laie, Zweiter beim Saisonstart in Wieschur. Vielleicht können wir in der kommenden Tournee selbst einen Überflieger stellen. Erfolgshunger ist groß, aber wir haben gelernt, nichts zu erzwingen, sagte Schuster. Nicht zum Aufgebot gehören Andreas Wank, 29, und Marinus Kraus, 27, die 2014 in Sochi Olympiagold mit der Mannschaft geholt hatten. Das DSV-Aufgebot für die 67. Vierschanzentournee. Weltcup-Gruppe: Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Severin Freund, Karl Geiger, Stefan Laie, David Siegel, Andreas Wellinger. Nationale Gruppe: Moritz Bär, Martin Hamann, Felix Hofmann, Justin Lisu, Pius Paschke, Konstantin Schmidt.